WDR 2. Stichtag. Refugees from Germany. They came from middle-class homes in Berlin, Leipzig, Breslau und Hamburg. Die ersten 196 Kinder sind gerettet und traumatisiert. Von der Gewalt in Nazi-Deutschland durch die Trennung von ihren Eltern. Schwer war es für die kleinen Kinder. Erinnerte sich Bertha Leverton. Sie kam mit einem anderen Zug aus München. Die Kinder von 2 bis 7 Jahren, denen man überhaupt nichts erklären konnte, was da vor sich geht, das war sehr furchtbar. Am Anfang dürften die Eltern noch zum Bahnhof kommen. Aber dann waren solche schrecklichen Szenen dort am Bahnhof, das nach einem Monat, 2 hat man verboten. Bee Green aus München war 14, als sie in den Zug stieg. Da hat eine Dame im letzten Moment ein Baby hineingesteckt durch das offene Fenster. Und die war 3 oder 4 Monate alt und die anderen Kinder haben da ihre Taschentücher für Nappies, für die Windeln verwendet. Also ganz winzig kleine sind da auch mitgekommen. Vorangegangen war eine fast blitzartige politische Aktion. Premierminister Chamberlain setzte die Aufnahme der Flüchtlinge im Unterhaus durch mit strengen Regeln. Nur Kinder zwischen 4 Monaten und 16 Jahren durften einreisen, aus Angst vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Finanziert und organisiert wurden die Transporte vor allem von den jüdischen Gemeinden. Die mussten pro Flüchtling nach heutigem Wert 1.500 Euro bereitstellen und Familien suchen für die Unterbringung. Um den Hals ein Pappschild mit Namen und einer Nummer, in der Hand einen Koffer mit ein paar Habseligkeiten von zu Hause. Ein Foto, 10 Reichsmark, keine Bücher, keine Spielsachen. Bee Green hatte Glück. Sie kam zu einer wohlhabenden Familie, konnte zur Schule gehen und später sogar studieren. Ich habe mich sehr frei gefühlt. Es war ein wunderschönes Haus mit einem Riesengarten. Das hat mir gut gefallen. Und das Schlimmste war der Mangel an Liebe. Ich glaube, ich bin da oft gesessen oder im Bett gelegen und gedacht, wenn ich nur als Kind jemanden umarmen könnte. Bertha Leverton hatte mehr zu kämpfen. Sie musste in einer Baumwollspinnerei arbeiten und im Haushalt helfen. Sich außerdem gegen den Pflegevater wehren, gegen den Onkel. Schlimm war es, weil der Onkel hat ein Auge auf mich geworfen und ich bin ihm natürlich entgangen die ganze Zeit. Und es ist sehr schwer für ein junges Mädel mit sowas zu leben. Und mit der Ungewissheit, was aus ihren Familien in Deutschland wurde. Die meisten zurückgebliebenen Angehörigen im Reich wurden im Krieg ermordet. Aus dem Plan der Briten, die vereinten Familien in Palästina anzusiedeln, wurde nichts. This country is at war with Germany. Als der Krieg ausbrach, wurden aus den armen Flüchtlingskindern plötzlich verdächtige Deutsche. Zum Teil kamen Flüchtlingskinder sogar in Lager und wurden als potenzielle Spione bis nach Australien gebracht. Familien verheimlichten nun, dass sie Kinder aus dem Feindesland hatten oder gaben sie sogar ab. Und viele haben auch erzählt, dass sie eine Dankbarkeit den Familien gegenüber geheuchelt haben, die sie nicht selber empfunden haben. Denn sie wollten natürlich lieber bei den Eltern sein und nicht in fremden Ländern immer Danke zu sagen. Die Kinder blieben und die meisten machten ihren Weg, trotz Traumatisierung. Bee Green wurde Dozentin für Sprachen, Bertha Leverton Autorin. Sie schrieb ein Buch über die Kindertransporte und freut sich bis heute über die Rettung von 10.000 Kindern durch die Briten damals. Ich denke auf Englisch, ich träume auf Englisch, ich atme Englisch, ich esse nicht Englisch. Aber sonst ist alles Englisch. Für mich ist es wunderbar. Und es war nicht schwer.